Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock 2 Remastered Variante. Ich versuche mich gerade wieder beim Hacken. Oh, diesmal hat es gut geklappt. Und der letzte Save. Jo, hat auch gut geklappt diesmal. Ja, natürlich muss natürlich Sachen drin sein, wo ich schon hab. Gut, Reload? Kann ich da? Ne, ist schon gemacht. Ist hier irgendwas hier nicht dran? Nö, auch nicht. Jo, und mehr Alkohol sauber. Gut, dann haben wir hier jetzt noch das... Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Ich weiß es noch nicht, aber das werde ich rausfinden, denke ich. Okay, ich denke mal, das war der Betriebsrat, ne? Hier haben wir noch Eve-Spritze, aber wir sind soweit voll. Okay, hier kommen wir weiter. Was haben wir hier dran? Außer Wasser. Ah, da können wir mit Schrott fahren. Das würde ich gerne hacken. Gut, das nehme ich mal als Reserve. Was bist du? Hier liegt jetzt eine Kohle rum, das ist gut. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Hier ist noch ein Safe. Oh, puh. Ah, wenn man direkt nur eine Nachtschicht aufnimmt, ist immer so bäh. Immer bäh. Konzentration lässt nach. Man ist müde. Aber wo ist jetzt das Ding hin? Ah, da drüben steht's. Und jetzt? So, was haben wir hier noch? Wow. Eine Tonbandaufnahme. Jeder in der Plasmidbranche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns, gefesselt und sediert. Fragen wurden nicht gestellt. Naja, Fragen wurden nicht gestellt. So, der letzte. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein. Ja, wenn er im Wasser steht, sei er selbst dran schuld. Sorry. Ja, weit ist er nicht gekommen. Überall steht, du bist gefeuert. Gefeuert, gefeuert, gefeuert. Oh, da haben wir noch ein bisschen Kohle, die brauchen wir ja. Okay, die sieht noch so weit voll aus. Pumpgun-Muni. Pumpgun-Muni ist immer gut. Mehr für Dagger.
Haben wir hier noch was? Nö. So, wie schon jetzt aber jetzt, wo das Ende Tonikum abgeblieben ist? Wo ist das Ende Tonikum abgeblieben? Ah, da oben liegt's. Hier spricht Eleanor Lamp. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen, aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Ah ja. Ich muss halt geil mal wissen, wo jedes Mal das Totenkumpel flattert. Ist das jetzt auf dem Klo oder was? Story kann ich nicht drin. Weil irgendwo fliegt sie jedes Mal hin. Aber wo? Wo ist die Frage? Also wir hatten das jetzt eben hier im Ding drin. Da. Da war's. Jetzt gehe ich mal hier hin raus, gucke. Ah, guck mal, hier liegt noch was auf dem Tisch. Da haben wir noch Diebspritz. Dass er die alle feuern muss. Hier jetzt? Ne, hier ist es nicht. Hier ist nur der Alkohol auf dem Tisch. Wo hat sich das Ding jetzt versteckt? Wo ist es hin? Wie gesagt, es war hier. Wo hat sich es dann hin versteckelt? Jetzt lass mir hier runter gehen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Weapon Upgrade. MG, Bohrer, Granatwerfer, Harpune, erhöhte Harpunensumme, nein. Erhöhter MG-Schaden, würde ich sagen. Hallo. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Das war der Dose wahrscheinlich, oder? Ja. So, ich will jetzt aber wissen, wo das Tonikum hier gesprungen ist. Kann ja nicht sein, das ist ja einfach nur so. Weil die ganze Zeit ist es ja nicht weit gesprungen, also von dem abgesehen muss es ja irgendwo sein. Ah, da ist es doch. Auf dem Drese. Ja, das kann doch nicht sein. Okay, das war jetzt auf dem Drese und jetzt? Was hast du verdient? Ah, jetzt ist hier. Okay, was ist jetzt los? Hallo? Das Help me 5254. Okay, das schreibe ich mir gleich mal auf. 5254. Ah, fu. 5254. Ey, draußen jetzt? Okay. Ist es das jetzt? Kriegen wir es jetzt?
sind wir hier. Aber why? Warum? Haben wir es jetzt gekriegt? Oder haben wir es nicht? Der Tyrann hat keine Familie. Keine Freunde. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, wenn ihn aber verbessern. Ja, wir sind Rennen für den herum. Nein, einige davon rum anscheinend. Dank der neuen, hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Und schnell schmerzfrei. So, wo war nochmal die Tür? Für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Ja, ja. So, hier können wir ein bisschen Muni wieder kaufen. Hackerpfeil brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Das andere ist einfach eine Dose Futter. Irgendwo hatte man doch eine Tür gesehen, wo ich gesagt habe, da müssen wir dran. Ja, da komme ich nicht dran im Moment, aber da bräuchte ich sie. Wie komme ich über das Ding dran? Irgendwo habe ich gesagt, wir müssen... Ah, ja, stopp, stopp, zurück, 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 ich weiß wo. Hier. Da und dann da drüben war es. Hier ist es. So, was habe ich gesagt? 5-2 und 5-4. Bling. Genau, hier ist sie. Hier ist ein Tonbandgerät. Unsere Hoffnung war es, eine Little Sister an einen einzelnen Protektor zu binden. Sie musste also entbehrlich sein, falls etwas schief ginge. Wir konnten es nicht brauchen, dass etwa die Eltern der Mädchen Fragen stellten, während wir solche Vaterbindungen herstellten. Also versorgten wir uns in Fontaines Waisenhäusern und das Verfahren war ein durchschlagender Erfolg. Durchschlagender Erfolg vor allen Dingen. Arme Kinder. Irgendwo höre ich noch einen. Was geht denn mit dir ab? Zack. Kippt auf die Nase. So, da haben wir noch einen Automaten. Können wir vielleicht noch ein bisschen Muni rauskruschen. Wäre mir nicht verkehrt. Jo. Mieten sind immer gut. Mieten sind immer gut. Was haben wir hier noch? Mieten? Alles schon voll anscheinend, oder? Ich will wieder Granate werfen. Mal duschen. Ja, ist voll. Ist auch voll. Jo. Ja, ist alles voll soweit. Kann ich nichts anderes. Heute soll keiner. Gut, aber wir müssen noch zwei Sisters finden. So, war das jetzt hoch oder runter? Ich
glaube, das war hier hinten dran, genau. Genau, das war hier. Ich sollte Dr. Lamps größte Leistung sein. Ein lebendes Konglomerat von Raptures großen Geistern im Körper eines einzigen Mannes. Darauf ausgerichtet, dem Allgemeinwohl zu dienen. Jetzt bin ich für Sie nicht mehr als ein fehlgeschlagenes und daher ein gestelltes Experiment. Meine Punktezahlen bei Intelligenz- und Wertvorstellungstests sind immer noch bemerkenswert, aber ich baue rasch ab. Sie hat mich fallen gelassen und ich habe nicht mehr viel Zeit, bevor ich dem Wahnsinn verfalle. Ja, Wahnsinn verfällt mal halt schnell. So, immer noch gucke, ob wir denn irgendwo hier Schnickscher sehen. Schnecki. Klar, sie bringt bloß 10 Adam, aber trotzdem. Schnecki. So, wir haben nur Arme da oben basiert. Ich muss hier gucken, was wir hier haben. Weil es sieht so aus, ob ich da oben noch hin könnt. Ja, ich weiß, dass wir da drüber hin müssen, aber ich will erst mal gucken, vielleicht sehe ich über was. Oder da oben ist ein Schneck, wo ich mitnehmen kann. Siehste. Haben wir da schon mal einen Schneck waren. Schnecke sind wichtig. Wir brauchen das, Eve. Ja, du kriegst doch keinen Schaden hier. Hey, ich will die Schnecke nämlich alles mitnehmen. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Ja, schauen wir mal. So, dann holen wir mal erstmal das ganze Wasser raus. Dunkel. Ich mag nicht dunkel. Dunkel ist bäh. Okay. Alter, was ist dann hier los? Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Mhm. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Ah ja. Ich hasse so Minimalsichte. Das hacken? Ja. Okay, hier haben wir Schalter. Keine Ahnung. Nur durch Seetang. Benzin. Ah, hier haben wir Eve. Was haben wir hier Schönes? Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben.
Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Ah ja. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und tschüss!